Princess, I'm living. Look at all these bills. How are they going to get paid? You have the right to remain silent. Anything you say, can, and will be used against you in a court of law. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you... Ich habe mir das die ganze Woche vorgestellt, wie das aussehen wird. Aber so gut sah das in meinen Vorstellungen nie aus. Ich lasse die Sonnenbrille ab. Weil wir uns ja noch nicht so lange kennen. Stimmt. Ja. Aber gleich. Rockmusik, Rainer, Rockmusik. Change tried to hide the easy way out. I pushed myself through closing doors. With my head in the clouds, and my guts on the ground. My heart is racing against the clock. If your head's in the lock, and your words on repeat, you're trying to hide the incomplete. Somebody wait at the foot of your bed for you to say hello. Welcome brand new day. So what do you want from me? What's your plan? You come and go so naturally and I stay. Welcome brand new day. Love me the same. Right about now. If I judge for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? Show me where I'm headed now.
Und so schön mit euch drin natürlich. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid, wirklich. Großartig, wir freuen uns sehr. Wir hatten heute einen echten spitzenmäßigen Tag hier, auch wenn es sehr warm war. Im Park irgendwie auf der anderen Seite war niemand und wir haben relativ länger Zeit in diesem Brunnen abgehangen, weil es irgendwie das einzige Schwimmbad irgendwie in Laufnähe war. Und das war ganz schön. Wir standen die ganze Zeit unter diesem Brunnen, es war fast schon so ein bisschen romantisch, Regenbogen und so, wisst ihr. Und wir kommen ja aus Hamburg, deswegen sind wir über jeden Sonnenstrahl, den wir irgendwie kriegen können, total dankbar. Das ist richtig. Wir sind da nicht verwirrt. Aber ehrlich, ich find's irre, dass ihr so viele seid. Wir sind jetzt schon so viele Jahre unterwegs, aber dass wir mal in Schwetzingen spielen und die kommen einfach 6000 Leute, ist für uns echt totaler Irrsinn. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Jetzt seit Jahren schon zur Genüge. Und es ist schon fast, als ob ich mich selber gern bekriege. Ich kann nicht gut allein sein und unter Menschen fange ich an durchzudrehen. Ich kann mir viel zu viele Fragen stellen, doch kann ich nie als klare Lösung sehen. Irgendwann wird alles das zu Ende sein. Und ich werde anfangen, mein Leben zu feiern. Ich werde die Welt. Zwei Gäste für euch. Die sind gute Freunde von uns und die haben heute Abend schon ein bisschen für euch gespielt. Wir haben die beiden sehr lieb und sie machen sehr ganz tolle Musik. Bitte sagt nochmal Hallo zu den Jungs von Jülang!
CD von den beiden heute Abend nicht ausverkauft. Sie sind persönlich beleidigt. Der ist ein Song über unsere Studienzeit von Chris, Nils und mir. Wir haben damals in Bremen studiert, ja. Ihr lacht? Warum lacht ihr so immer? Wir haben Kulturwissenschaften studiert. Da wird man danach irgendwie sowas mit Medien, mit Laptop im Café sitzen und überlegen, was man eigentlich machen will. Aber es war wirklich eine super Zeit. Wir haben nur halt nie irgendwie richtig hingekriegt, aus den Semesterferien rechtzeitig zurückzukommen. Das war unser großes Manko bei diesem ganzen Scheiß. Wir waren immer so 1 bis 3 Monate zu spät. Ja, und dann ist es eigentlich fast schon wieder in den nächsten Semester fehlen. Deswegen fanden wir das Studium mega geil. Und komischerweise ist es nach 1,5 Jahren aufgeflogen. Aber das macht ja nichts. Aber nur weil die Anwesenheitspflichtsregelung geändert wurde. Echt jetzt übrigens. Wir hatten Miriam. Miriam hat uns immer eingetragen. Und das hat super funktioniert. Und dann haben die Schweine die Miriam Anwesenheitspflicht. Miriam war so eine ganz emsige Lehramtsstudentin. Entschuldigung, wir labern zu viel. Hast du auch studiert, Andi? Du hast auch, ja, ja. Hast du auch nicht zu Ende gebracht. Ich war auch eingeschrieben, ja. Ja, sehr gut. Ja, aber ich habe Musikwissenschaften. Aber da gab es eine Aufnahmeprüfung. Ah, okay. Und da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich das zeitlich jetzt gar nicht so unterbringen kann. Nee, ja. Das war stressig. Ich meine, das Studium im Alter, oder? Wie ist es? Dann fängt man nochmal wieder an. Kann ich mich melden, wenn ich in der Stadt bin? Ich denke immer wieder an den Sommer damals mit dir. Als wir nachts mit den Kumpels ins Freibad einstiegen, Zigaretten und Rotwein zum Feuer am Strand, die Platten von Papa hören und die Lieder der 70er singen. Beim Sonnenaufgang in der Hängematte liegen, wir lieben das Leben, den Sommer in Schweden. Die Welt hört sehen und alles war leicht und so klar. So wie es war. Wir lieben das Leben, den Sommer in Schweden. Die Nächte im Regen und alles war leicht und so klar. So wie es war. Semesterferien, wir treppen die Küste hinauf, bis hoch nach Schweden. Bist du seitdem nochmal oben gewesen? Einmal im Trenner beim schönen Strom. Auf unserer Tür ist sie wohl immer noch so. Klettern die Horizonte an der Ruhe. Das Leben im Sommer in Schweden. Die Welt in Frieden und alles war leicht und so klar. Und so wie es war. Lang nicht mehr so angesehen, du hast mir lang nichts mehr erzählt. Unsere Fotos hast du abgenommen, weil dir irgendetwas fehlt. Du rufst mich an und sagst, du weißt nicht mehr,
nicht mehr, ja, was dich berührt. Die letzten Jahre haben dich aufgewühlt und dich nur noch mehr verwirrt. Halt dich an mir fest, wenn dein Leben nicht dabei ist. Licht an, bis du schlafen kannst. Doch du fällst dich hin und her. Schläfst die Nächte von mir abgewandt. Bist du einsam neben mir? Halt dich an mir fest, wenn dein Leben nicht erreicht. We'll be right back.
für immer. Das geht raus an alle Spinner, weil alle Sohle sind wir. Ach komm, wir sehen uns noch einmal. Das geht raus an alle Spinner, wir sind die Gewinner. Wir kennen keine Levels, ab heute für immer. Das geht raus an alle Spinner, weil alle Sohle sind wir. Ihr könnt das ja gut, deswegen singen wir das einfach noch einmal. Das geht raus an alle Spinner, wir sind die Gewinner. Wir kennen keine Limits, ab heute für immer. Das geht raus an alle Spinner. Du schaust mich an und ich versuch dir auszuweichen. Wollen uns verändern, aber bleiben doch die gleichen. Unsere Gespräche enden nur mit Fragezeichen. Wir zerfransen uns nur in Kleinigkeiten. Wir haben zu viel gesagt und dann zurückgenommen. Und jetzt sitzen wir hier müde und benommen. Leider können wir beide maßlos übertreiben, um später dann doch drunter zu leiden. Wir können versuchen, zufällig Badelatschen dabei. Man muss sich da wie so eine Robbe im Zoo vom Rand reinrutschen lassen. Ja, genau. Das würde ich gerne bei dir sehen, Chris. Ja. Papa, du bist bestimmt super. Ist Kino schon angesprungen. Ja. Der nächste Song ist ein neuer Song. Einverstanden? Ja! Oh. Einverstanden? Ja! Okay. Den habe ich vor ein paar Jahren für eine Freundin geschrieben, die sich seit 10 Jahren echt immer wieder in die falschen Typen verliebt. Kennst du? Ja. Tut mir leid, dann ist der Song heute für dich. Die Geschichte ist folgendermaßen. Ich hab mich auf dich, deine Art eingelassen, ganz unverbindlich. Erstmal gucken, wie es wird, wie wir es nennen. Können wir später noch entscheiden, wird's dir zu eng. Musst du nicht bei mir bleiben, für dich ging das gut. Du hast keine Konsequenzen, nur fehlt mir der Mut.
mich von dir abzugrenzen. Du bist unruhig, du musst weiter, und die Zeit spielt gegen dich. Geh ich dir ans Herz, oder willst du das noch nicht? Doch du weißt nicht, was du willst, du legst dich ungern fest. Du hältst dir alles offen, bis jeder dich verlässt. Du weißt nicht, was du fühlst, weißt nicht, was du suchst. Irgendwas weit weg von mir. Du weißt nicht, was du willst, du legst dich ungern fest. Du hältst dir alles offen, bis jeder dich verlässt. Du weißt nicht, was du fühlst, weißt nicht, was du suchst. Irgendwas weit weg von mir. Du weißt nicht, was du willst. Du weißt nicht, was du willst, oh, du weißt nicht, was du willst, du weißt nicht, was du willst, oh. Wir versprechen uns gar nichts, jeder ganz für sich alleine. Irgendwie zusammen, noch auf eine lache Art und Weise. Lass uns bloß nicht drüber reden, denn sonst wird es dir zu viel. Und so wie es ist. Schätzchen, alles gut? Wisst ihr, wenn Jakob diesen Beat spielt, dann heißt das nichts Gutes für euch. Ich habe mich am Eingang versteckt. Ihr habt mich gesehen vorhin. Wahrscheinlich hatte das Sturmband angeklebt, ganz schlecht. Und hatte so eine pinke Sonnenbrille mit so Scheibenwischern. Habt ihr mich gesehen? Und ich habe euch ein bisschen beobachtet. Gut, es war auch sehr warm heute. Aber bei dem einen oder anderen habe ich ein Defizit in der Armkraft gesehen. Und da habe ich mir gedacht, ich mache eine kleine Sportübung. Weil Schwitzing, so diese ganze Kette, die ihr schon tausendmal gehört habt, das müssen wir heute mal machen. Deswegen, ich brauche einen Arm in der Luft von allen auf dem Platz. Ja? Das ist ein Fitness-Beat und ich muss jetzt etwas Fitness machen. Ziemlich einfach. So diese, ich habe ein Tor geschossen, Geste. Viele Sportler oft üben vor dem Spiegel. Yeah, 1-0, 2-0, 3-0. Ganz toll. Und beim wichtigen Turn von dem zweiten Arm dazu, das macht ihr jetzt auch. Wer kann schon nicht mehr? Keiner traut sich zu sagen. Der spinnt erst. Wir sind immer noch 32 Grad und er macht Sport mit uns. Verdammt! Wisst ihr, aber eigentlich ist das schon echt eine gute Übung. Den kriegt man jetzt jeden Tag so 15 Stunden, macht echt starke Arme. So wie wir. Wir stehen morgens auf und machen das so 4-5 Stunden, wenn wir ganz ehrlich sind. Und das ist eigentlich gar keine realitätsferne Übung, weil bei uns im Norden stehen sehr viele Apfelbäume und oft muss man sich zu den Äpfeln hochstrecken. Ja? Das macht ihr jetzt auch. Ihr streckt euch wahnsinnig hoch! Und wenn ihr denkt, ihr habt diesen imaginären Apfel, dann darf ich bilden. Zieht eure Köpfe aus und dann darf ich bilden. Und darf die Gläser an und dann darf ich bilden. Und darf ich bilden. Thank you.
bisschen, wir steigern das langsam und dann zähle ich euch eisenhart ein. Ihr springt, rastet aus und es wird ein exaltischer, großartiger Moment. Wir kriegen das hin, Schwätzing, ihr seid geil. Moment. Also wir spielen eine Coverversion. Das machen wir relativ selten, weil wir schon mit 15 angefangen haben, grottenschlechte Songs zu spielen und in völliger großer Überzeugung diese auf keinen Bühnen preisgegeben haben. Johannes, ich möchte wissen, wie dein erster Song hieß. Ich weiß das wirklich nicht. Dein erster Entweder Song. Entweder der war The Prisoner, You're a Prisoner, You're a Prisoner, You're a Prisoner in your own fucking world. Oder der zweite war Living on a Farm. Warum denn Living on a Farm? Ich kam vom Dorf. Warum? Ist das gut? Ist gut. Living on a Farm. Das war aber der Tat. Voll gut. Scheiße, wird vielleicht ein Hit. Ja. Das ist ein super Hit. Ja, ich konnte nur GCDC. Das hat sich bis heute allerdings nicht geändert. Aber egal. Mann, also die Jungs, die den nächsten Song geschrieben haben, wobei, das hat ja Michelle ja geschrieben. Egal. Die Jungs, die den ersten Song gespielt haben, die haben mit 15 wahrscheinlich ähnlich beschissene Songs geschrieben wie wir. Davon ist auszugehen. Nur waren sie mit 16 halt schon ziemlich berühmt. Superstars. Ja, total. Da haben wir noch, also ich zum Beispiel habe da auf dem Dorf noch Kühlmelken geholfen. Ja, was völlig eine wichtige Lebenserfahrung für mich war. Ich finde, das darfst du gar nicht so abwerten. Nein, das ist wichtig. Sei auch nicht. Ja. Meine besten Freunde hatten einen Bauernhof, war echt so. Ist geil. Ehrlich. Super geil. Der Schluss damit. Fahren. Bitte? Ja, Farm. Ja, du Berliner, entschuldige mal, du brauchst nicht einfach die Hose zu machen. Ja. Das ist so geil, Berliner mag keiner, ne? Was? Das stimmt nicht. Ich finde Chris ganz nett manchmal. Danke, Chris. Das meinte mich. Chris Rodriguez am Bass! Aus Berlin! Ich freue mich, dass du da bist. Danke, dass ich bei Berlin dann vorstellen bin. Zumindest. Ich schätze mal sogar alle über 25 und die sind dann so, ah, oh, schön. Und für alle unter 15 ist es vielleicht einfach ein fresher, geiler neuer Hit. Klingt so. Lach mir aus, du alter Sack. Du hast das
Wirklich, wir sind, wir haben vor 13 Jahren diese Band gegründet in einem echt stinkigen, kleinen, ekelhaften Proberaum in Hamburg. Und damals war unser Ziel einmal das in Hamburg das Logo voll machen. Da passen mir alles total dicke Packe voll, es passen da 200 Leute rein. Haben wir geschafft! Das haben wir geschafft! Yeah! Aber ehrlich, das ist jetzt alles schon ein bisschen her, aber manchmal ist es für mich echt immer noch total skurril und echt ein absurder Film, dass wir auf einmal so fern der Heimat spielen und es kommen so viele Leute. Wirklich, vielen, vielen Dank. Wir wissen das sehr zu schätzen. Dankeschön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Auf einmal frei. Du sagst, die Luft bei uns ist längst schon rot. Das Wetter auf deiner Seite ist gemacht. Dein Frühstück hast du auch. Ich glaube, alles hier ist gut durchdacht. Naja. Du sagst, du hättest drüber nachgedacht. Würdest alles jetzt verstehen. Und dass es für dich keinen Sinn mehr macht. Ob wir uns denn mal wiedersehen, vielleicht in irgendeinem Café. Es wäre für dich an der Zeit zu gehen. Und dann schaust du mir in mein Gesicht und sagst, ich hoffe, ich verletze dich nicht. Pack deine Sachen ein und aus, du bist hier jetzt nicht mehr zu Haus. Und scheiß auf Freunde bleiben.
seit Jahren schon zur Genüge. Und es ist schon fast, als ob ich mich selber gern bekriege. Ich kann mich gut an eins heilen und unter Menschen fang ich an durchzudrehen. Ich kann mir viel zu viele Fragen stellen, doch kann ich niemals klare Lösung sehen. Irgendwann wird alles das zu Ende sein. Und ich werde anfangen, mein Leben zu feiern. Ich werde die Welt heilen. Hier treffen und unser nächstes Album aufnehmen. Müsst ihr einfach nochmal kommen. Ja, sehen wir als zwei Chöre. Schalalala. Ihr Lieben, wir haben uns Anfang des Jahres ein bisschen mal was Überraschendes gemacht. Wir haben nämlich mal nicht live gespielt, sondern haben geprobt. Ja? Auch das muss man mal machen, denn wir hatten im April ein ganz und gar wunderbares Projekt. Wir haben nämlich die Chance gehabt, einen MTV Unplugged aufzunehmen. Yes, das war für uns wirklich so, also sagen wir mal, auf der Kindheitstraumliste, wo dann Feuerwehrmann steht, stand das wirklich an Platz 2, ehrlich, kein Scheiß. Für uns war das immer so, irgendwie Kinder der 80er, naja, stimmt nicht, Ende 70er und bis 80. Und als Anfang der 90er dieser Unplugged-Welle losging, war das für uns wirklich die große weite Welt. Und als MTV Deutschland dann letztes Jahr bei uns anrief, oder ich glaube, es war gar kein Anruf, sondern wir haben die getroffen und sagten so, wollt ihr ein MTV Unplugged machen, waren wir so, ja? Ihr hättet uns auch vor 10 Jahren schon fragen können, ja. Egal was, aber ja. Und wir haben sie wirklich, glaube ich, nur verpflichtet, an dem Abend auf so einen verdammten Bierdeckel so einen Vorvertrag zu machen oder so, dass sie nicht am nächsten Tag aufstehen und sagen, ach, wir wollten, ach scheiße, wir haben das falsche Bild. Wir wollten ja eigentlich Silbermond haben. Dann rufen wir den Manager an und sagen, ah nee, scheiße, der Bierdeckel. Okay, dann machen wir es jetzt. Hiermit verpflichtet sich MTV an dieser Bar. Ja, genau. Nach 10 Bier. Nee, ehrlich, wir haben das dann im April haben wir das in so einem kleinen Theater in Hamburg gemacht, das war ganz kuschelig. Haben in der Tat davor 3 Monate geprobt, was so diese Band so noch nicht kannte, und ich bin sehr froh, dass wir noch existieren nach diesen 3 Monaten. Wir waren weiß, schlecht ernährt und wirklich körperlich am Nullpunkt. Aber jetzt dürfen wir hier wieder raus und die Sonne scheint, ist herrlich. Und das kommt jetzt am 9. Oktober erst raus. Ich glaube, sogar heute lief schon dieser Trailer da, ne? Ja. Ja, genau. Okay. Ach ey, die Technik und die Plattenfirma ist einfach geil. Und wir haben aber eigentlich schon so Blut geleckt im April, wir haben Bock, das jetzt auf dieser Tour schon so ein bisschen zu spielen. Deswegen kriegt ihr jetzt so ein MTV Unplugged Mini. Ist das okay? Okay, cool. Die eigentliche Tour ist erst im März, aber so lange können wir leider nicht warten. Bei uns war das so, wir hatten auf der Bühne Leute rechts und links sitzen, es war wirklich im Publikum sehr, sehr kuschelig und man konnte jedem immer so die Hand geben und sagen, gefällt's dir, möchtest du noch ein Glas Wein? Und deswegen haben wir gedacht, so Kuscheligkeitsfaktor, huch, auf dem Stichwort kommen 2 Stühle auf die Bühne. Hat zufällig jemand Lust, hier kurz auf einer Nullenreihe zu sitzen? Ich zähle durch, 1, 2, passt genau. 1, 2, okay, da müssen wir unser schönes altes Prinzip anwenden. Wer hat denn das erste Konzert in seinem Leben heute? Wer war noch nie auf dem Konzert? Oha. Kannst du einmal den Scheinwerfer ausschalten? Ich sehe nichts. Geil, danke.
dabei. Erstes Konzert nicht. In seinem ganzen Leben. In seinem ganzen Leben, nicht erstes Revolver-Konzert, sondern generell. Wie kann das sein? Was ist mit euch los? Warum ist Fernsehprogramm so gut? Egal. Okay, du hast das Konzert. Dir glaube ich das auf jeden Fall. Das stimmt. Willst du hochkommen? Okay. Cool, komm hoch. Also hier, aber wir lassen dich nicht alleine. Ihr auch? Ja. Ihr da beiden singen? Oh, das ist nicht. Du zeigst auf deine Freundin, willst selber nicht? Okay. Ja, dann nehmen wir das, machen wir das. Du auch? Ja? Immer diese hoch. Mädchen, die bevorzugt werden. Das sind jetzt mehr als zwei, ne? Ja, egal. Der hohe T-Shirt, der Kollege, der, genau, der jetzt schon selbst jetzt. Ich bin bereit. Das kann nicht alles schon gewesen sein. Ich hab an uns und unsere Zeit. Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest. Du wirst nicht mehr weiter frei, lass dich nicht gehen. Halt dich an mir fest, weil es alles selbst was bleibt. Halt dich an mir fest, weil es alles selbst was bleibt. Halt dich an mir fest, weil es alles selbst was bleibt. Alles ist, was bleibt. Siehst du den Weg aus dieser Dunkelheit? Willst du raus? Ich bin bereit. Ich verbrenne.
Minuten bald kommst du. Echt? Ja. Scheiße, sind die nächsten. Ah, die kommen wieder vor.
Lass uns hier machen.